Im Dezember, wenn es früh dunkel wird und die Sicht schlecht ist, werden in Deutschland fast im Minutentakt Wildtiere überfahren. Circa 170.000 Rehe fallen jährlich dem Straßenverkehr zum Opfer. In unserem Revier entsorgen wir einen Teil dieser Tiere auf dem Luderplatz. Was dort dann so mit einem Reh passiert, habe ich einmal mit der Wildkamera beobachtet. Als erstes hat der Mäusebussard, unser häufigster heimischer Greifvogel, das tote Reh entdeckt. Wühlmäuse und Kleinsäuger stehen auf seiner Speisekarte, aber er nimmt auch gerne tote Tiere an. In der Nacht erscheint dann vorsichtig ein Marder auf der Bildfläche. Dieser opportunistische Allesfresser freut sich auch über den gedeckten Tisch und entwickelt beim Fressen eine Kraft, die man einem solch kleinen Tier eigentlich gar nicht zutraut. Dann haben die Rabenkrähen den Kadaver entdeckt. Anders als man vielleicht denkt, ernähren sich diese Vögel jedoch sehr vielseitig und Aas ist nur ein kleiner Teil ihres Nahrungsspektrums.
Und auch für die Elstern bietet das tote Reh eine willkommene Nahrungsquelle. Zum Schluss hat dann auch der Fuchs das Reh entdeckt. Obwohl meine Wildkamera mit Schwarzlicht arbeitet, habe ich den Eindruck, dass der Fuchs diese jedoch trotzdem wahrnimmt, so vorsichtig, wie er an das tote Reh herangeht. Aber schließlich nimmt er seinen ganzen Mut zusammen, schnappt das Reh und zieht es weg. Für den Marder, der bei seiner Rückkehr vom Fuchs aus dem Hinterhalt beobachtet wird, bleiben nur noch die Reste übrig. Und auch Reinecke überzeugt sich noch einmal davon, dass er auch ja nichts liegen gelassen hat. Und so hat letztendlich ein sinnlos zu Tode gekommenes Tier doch noch einen sinnvollen Zweck erfüllt.